Heute machen wir eine geheime Untergrundtunnelbau-Challenge. Aber ich werde heimlich Hex benutzen, um meine Schwestern so richtig zu pranken. Mit diesen coolen Tricks werde ich den sichersten Untergrundtunnel aller Zeiten bauen in Minecraft. Ist das deren Ernst? Lachen die uns gerade aus? Schau mal, was Lili macht. Die macht Tickel. Das ist doch dieser Fortnite-Tanz. Take the L. Ey, Loser-Tanz macht die auf uns. Wisst ihr was? Die werden wir jetzt komplett als Teambrüder hops nehmen, okay? Schwestern, hey, hört mal zu. Brüder alle in die Kommentare. Ihr denkt, dass ihr heute in der Bau-Challenge gewinnt, aber nein, das werdet ihr nicht. Was machen wir überhaupt heute für den Bau-Challenge, Jungs? Ihr wisst nicht mal, was wir für eine Bau-Challenge machen. Wir machen die Untergrundtunnel-Bau-Challenge. Das heißt, wer baut den sichersten und besten Untergrundtunnel? Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Jedes Team hat 15 Minuten Zeit, um den besten, sichersten Untergrundtunnel zu bauen. Und dann vergleichen wir. Oh, Girls, wir werden sowas von gewinnen. Schau dir meine Dance-Moves an. Dim, 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 dim. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Junge, deine TikTok-Tänze kannst du später machen, aber wir werden jetzt gewinnen. Ganz ehrlich, komm mit zum Lucky. Wir nehmen die sowas von hops. Wir nehmen die okay. Sowas von hops. Nein, stimmt nicht, wir nehmen euch hops. Alter, Jungs, Simlucky, ich habe richtig coole Tricks heute dabei. Das heißt, wir werden gewinnen. Hast du wieder Hex vorbereitet, Ukri? Oh ja. Meine Schwestern wissen nicht, dass ich reinhacke, aber dafür brauche ich eure Hilfe, Leute. Ich glaube, Ukri, du bist ja kein Hacker. Genau, deswegen meine ich ja. Ich brauche eure Hilfe, ja. Freunde. Und wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo, dann können wir unsere Schwestern richtig austricksen und zum Hacker werden. Also, lasst ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden. 1, 2, 3! Let's go! Liken, abonnieren, damit ich helfe zum Hacker werden! Boah, let's go, Leute! Wir sind zum richtigen Hacker geworden. Schaut euch meine Hackermaske an. Ey, so Blacke, weißt du, was das heißt? Wir werden jetzt unsere Schwestern richtig austricksen, denn ich habe hier vorne als Hacker nicht, dass die deine Hackermaske etwas sehen. In der Endertruhe vorbereitet. Ey, dank euch haben wir jetzt krassen Items, um reinzuhacken. Erstmal, boom, das Sag Wichtigste. Mehr. Ist hey, die magische Axt. Warum sehe ich gar nichts? Hier, warum nimm die magische Axt. Warum sehe ich nichts? Junge, das ist meine Endertruhe. Da kann nur ich reinschauen. Nimm die magische Axt, zack. Und jetzt habe ich noch ein paar andere Items, die wir benutzen werden, um unsere sichere Untergrundtunnelbasis zu bauen. So, mal schauen, ob wir gewinnen werden, Freunde. Ich hoffe es natürlich. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Dann werdet ihr es erfahren. Als erstes müssen wir sofort anfangen, Simlucky, okay? Wir markieren uns hier vorne eine Stelle. Wir machen einen riesigen Tunnel. So, boah, das kannst du mit deiner magischen Axt in Sekunden machen, oder nicht? Ganz genau, deswegen wurde ich auch zum Hacker, Leute. Ey, dank euch. Kommt die Mädels niemals. Lass uns runtergehen. Ey, übrigens, Leute, wir werden heute gewinnen, vertraut. Weil wir haben bisher wie jedes Mal gewonnen, Team Bruder. Und Team Schwester hat noch nicht einmal gewonnen, das heißt, heute werden wir auch gewinnen. Boah, wir haben einen riesigen Tunnel direkt. Schau dir das an, wie dick der ist. Hä, oh ja, wenn die da runterfallen. Was hab ich da gehört? Brüder? Ja, Lili? Habt ihr gerade gesagt, dass wir schlechter sind als ihr? Ganz ehrlich, ihr wisst ganz genau, dass wir viel besser sind. Und heute wird Hashtag Team Schwester gewinnen. Nein, werdet ihr nicht. Simlucky, sollen wir es nicht sagen? Leute, ihr seid auf unserer Seite. Geht mal jetzt ganz schnell wieder. Hey, was soll das denn? Nehmt das. Digga, das kriegen die sowas von zurück. Das kriegen die sowas von zurück. Leute, was haben wir hier? Ich habe eine gute Idee. Kleine Noobs, Junge, gar nichts. Team ja, ja, hier, so guck mal hier, was ich an euch für euch habe, Alter. Boom, Junge. Ja, hier, verschwindet, Alter. Was soll das? Schau mal, das? Was ich in der Hand habe, Ukri. Das ist ein TNT-Launcher. Ja, aber jetzt nicht zünden. Das reicht jetzt zum Lucky. Oh ja, Junge, doch, Junge, doch. Das haben die jetzt davon. Freunde. Boah, Junge, übertreib's nicht. Oh ja, guck mal. Ey, du hast unsere Seite kaputt gemacht. Leute, ja, schreibt jetzt alle in die Kommentare Hashtag Teambruder, damit wir heute gewinnen werden, Freunde. Kommt schon. Alle Hashtag Teambruder in die Kommentare. Nein, Hashtag Teamschwestern. Aber sowas von. Leute, alle, die Hashtag Teamschwester sind, Hashtag Teamschwester in die Kommentare, okay? Geld, Support, Geld. Hä? Nein, Teambruder. Leute, schreibt alle Teambruder, damit wir gewinnen. Damit wir gewinnen, alle Teambruder. Nein, ja! Weg von unserer Seite. Das ist unsere Seite. Teamschwester, Teamschwester. Schreibt alle Teamschwester in die Kommentare. Schnell. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute, lasst es weg. Komm, ihr geht jetzt rüber. Wir fangen jetzt an zu bauen endlich. Leute, was ist das denn für ein Mini-Tunnel, Junge? Die sind so schlecht. Guck mal, wie klein der ist. Okay, komm auf unsere Seite. Ja, 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 komm, lass uns jetzt richtig durchziehen. Schau, schau mal jetzt Tunnel, schau mal jetzt Tunnel. TNT-Tunnel? Bro, bro, Simlucky, warte mal. Wenn man den einmal anzündet, das TNT, dann explodiert unser, dann geht unser ganzer Tunnel kaputt. Okay, pass auf, okay, ich hab bessere Wahl. Boom. Bedrock-Tunnel. Aha. Ey, aber weißt du was, Simlucky? Noch immer nicht begeistert? Okay, ich hab noch bessere Wahl. Das ist gut, das ist gut. So, zack, wir machen den hier. Ah, was ist
das? Ein Lavatunnel? Ist keine gute Idee. Mach weg, okay, mach weg. Alter Junge, was machst du? Oder sollen wir Lavatunnel machen? Ist doch eigentlich auch voll krass. Lass uns den ersten Tunnel aus Patchwork machen, danach machen wir einen Lavatunnel noch, okay? Ich glaube, das wäre auch krass. Oh, Untergrundtunnel, ja, hey, aber warte. Wir müssen hier oben alles abschichten, weil es darf nicht so easy sein, hier reinzukommen. Ich habe einen richtig guten Trick, wie man hier reinkommt. Ja, easy peasy, Ukri. Und während du das machst, guck mal, die sind da gerade unten, bauen Tunnel. Weißt du, was ich jetzt mache? Spickglas ist das. Ah, ich weiß, was du meinst. Du meinst das One-Way-Glas, wo man nur aus einer Seite... Das nutze ich manchmal, um gegen dich gegen Mob-Battle gewinnen. Warte mal, du benutzt das, um gegen mich zu cheaten? Nee, das war nur Spaß. Blacky, dein Ernst, Junge? Okay, Freunde, aber warte mal, das ist ja richtig OP. Sag mir nicht, das ist so ein Glas, wo man... Jo, man kann... Okay, kann man nur von einer Seite durchschauen, das ist richtig Ukri. OP, das ist total Alter. OP. Ja, da können wir richtig gut spicken. Nein, ich höre, Ukri. Okay. Hm, hab ich da jetzt was gehört? Da haben die irgendwie was gesagt? Habt ihr ihn gesagt? Fliege. Nein, alles gut. Okay, ey, wir dürfen jetzt nicht so auffällig sein, aber jetzt können wir auf jeden Fall immer spicken. Aber wir sehen es eh nicht, weil die bauen ja unten auch einen Tunnel. Simlaki, wir müssen das Spatrock hier eigentlich irgendwie verstecken und nicht. Ich habe eine gute Idee. Guck mal, wir haben ja hier die richtig krassen Hacker-Items. Und weißt du was? Wir machen hier vorne auch, einfach... Guck mal, ist einfach, kann man nicht zerstören. Boom. Ja, das ist unzerstörbar. OP. Ey, aber lass mal hier vorne einfach so ein Haus reinmachen. Ein Diamantenhaus. Zack, weil wir sind so rich, Leute. Aus Diamanten machen wir hier vorne ein Haus rein. Rich. Und das ist über dem Tunnel sozusagen. Dass der Tunnel da getarnt ist und man nicht so leicht reinkommt. Kannst du ganz easy machen, ne? Ja, schau. Warte, was ich eingebe. Slash Diamantenblöcke. Und boom, let's go, Leute. Ey, stopp mal. Nee, guck, damit bin ich nicht zufrieden. Hä, wie, warum nicht? Nee, stopp, Ukri, das können wir vergessen. Warte, wir müssen schnell eine Tür schnappen. Was? Redstone, ey! Okay, dann lass uns mindestens Hälfte machen, das ist fairer. Okay, Ukri, da bin ich dabei. Okay, komm, mach Hälfte Diamanten, Hälfte aus Redstone-Blöcken. Ja, auch wenn Redstone-Blöcke nicht so cool sind, ne? Ich mach, Ukri, alles gut, du musst nichts machen. Okay, let's go, mal schauen, ob du es hinbekommst. So, zack, boom, easy. Junge, was ist das denn, Blacky? Egal, weißt du was? Ich mach sofort weiter. Ich mach hier vorne eine Tür hin. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Eine Seite aus Diamanten, eine aus Rubin. Freunde, ganz ehrlich, Rubin sehen unsere Schwestern aus. Denken wirklich, dass sie diesmal gewinnen, aber das wären die auf keinen Fall. Die haben letztens einfach so, Blacky, willst du erzählen, was die getan haben, uns angetan haben? Willst du das sehen? Nee, Ukri, sag du lieber. Ey, Leute, die haben einfach uns beim Lehrer verpetzt, Leute. Nur weil wir Minecraft gespielt haben auf der Schultoilette. Naja, wisst ihr was, Leute, was sollen wir machen? Das ist halt einfach nur fies. Ohne Grund einfach verpetzt. Und ich mag Petzen gar nicht, ganz ehrlich. So, Naki, schau mal, ich habe hier eine sichere Tür hingemacht. Und hier ist jetzt ein richtig krasser Code drin, okay? Wir müssen den Code uns ausdenken. Welchen Code geben wir dort ein, damit die hier nicht reinkommen? Lass mich überlegen, Ukri. Billy würde sagen 1, 2, 3. Nein, das ist auf keinen Fall sicher. So, Naki, wir müssen einen besseren Code haben. 7... 8, 7. Oder wir stellen, weil wir wissen ja, unsere Schwestern sind nicht unbedingt die Schlausten, ne? Wir stellen hier oben einfach eine Matheaufgabe. Oh yeah. Die kommt total lost. Die schleimen sich ja immer nur ein, deswegen haben die gute Noten. Ja, die haben gar nichts drauf, Leute, eigentlich. Die sind echt. Können eigentlich nichts. Die sind voll Probleme. Lass mal hier sogar so Punkt vor Strichrechnung, ne? Die werden das bestimmt drauf. Wir werden da bestimmt nicht drauf kommen. Ich habe gehört, das vererbt sich immer, ne? Wenn einer blöd ist, dann ist auch bestimmt der andere blöd. Ey, Simlucky, welche Matheaufgabe kann ich jetzt eingeben? Wie man einfach 5 plus 10, mach mal 5 plus 10 oder so. Oder wie man... Leute, könnt ihr das lösen? Schreibt mir in die Kommentare. Was ist 5 plus 10? Oder 5 mal 10, das ist schwieriger. Ja, das ist viel schwieriger. Alter, was schafft das? Niemand in den Kommentaren zu lösen, Leute. Leute, schreibt ihr jetzt das Ergebnis in die Kommentare. Ich gebe jetzt den Code hier vorne ein. So, zack. Und Leute, jetzt haben wir den Code. Boom. Und jetzt können wir rein. Haha. Die Lösung war 50, ne? Aber nicht schummeln, Leute. Ja. Wer von euch wusste es? Konntet ihr es oder nicht? Okay, Simlucky, jetzt haben wir hier schon mal den Eingang. Und weißt du was? Wir machen jetzt den Goaded. Wir machen jetzt hier vorne ganz normales Teil rein. So ein Fernseher machen wir rein auf Chillomillo. Dann was können wir noch reinmachen? Eine Sofa. Sieht richtig toll aus. So, zack. Ey, Leute, wir fragen euch, was... Warum? Untergrundtunnel. Ja, warte, den Untergrundtunnel machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier alles so ganz normal einrichten. Wie, Ukri, wie? Ja. Denkst du, ich habe eine richtig gute Idee, Bro. Zeig mal her, ich will sehen. Guck mal, wir tun hier vorne alles so ganz normal einrichten, Leute, als ob hier gar nichts wäre. Nee, stopp, Ukri, nee, das geht viel zu weit. Wie fällt dir sowas ein, sowas zu tun? Hier vorne in den Kühlschrank einfach so, zack, und hier auch, boom. Und weißt du was? Auf deiner Seite, guck mal, hier kommt das Bett von dir hin, also das rote Bett neben meins. Und schau mal, was ist das denn? Unter diesem Bett befindet uns Untergrundtunnel. Boom. Was? Wie geht sowas? Oh yeah, Alter, Leute. Du bist doch ein Hacker oder so. Ich sag doch, ich bin der krasseste Hacker aller Zeiten, Junge, als ob du das nicht wusstest. Nein, ey, Ukri, was ist denn mit dir los? Ey, warum hast du solche krassen Hacks drauf? Leute, schaut euch das an. Wir können einfach das Bett hier aufklappen. Junge, und darauf werden die niemals kommen.
Zum Lucky bist du gerade runtergefallen. Pass mal auf, wo du hingehst, Junge. Okay, da werden unsere Schwestern auch gleich so runterfallen, okay? So, Junge, wir werden die so hops nehmen, aber so was von. Wir werden die so pranken. Da wird richtig die hops nehmen. Niemals. Das ist ein Mod, das ist ein Mod-Bett, ne? Das gibt's ja, gar nicht. So ein Bett gibt's gar nicht, Leute. Wir haben reingehackt. Wir sind krass im Hacker. Guck mal, hier, zack, das kann man einfach aufklappen und wieder zuklappen. Und dann, hier vorne ist unser geheimer Eingang. Da müssen wir hier so rein. Weißt du, was am besten ist? Die ganzen Ziegen verwirren die Ukri. Und ey, ganz am Schluss müssen wir unser Ziel ja hinmachen, ne? Wir müssen ja unsere ganzen Diamanten vor denen verstecken. So, ey, mach das ey, mal wieder zu, Lucky. Recht. Mach das mal wieder ja, zu. Ja, warte, mach ich gleich. Komm hier rein. Noch ganz wir müssen jetzt ziehen. Hier das erste Level hinbauen in den Untergrundtunnel. Und ich habe schon eine richtig gute Idee. Als erstes, Leute, so. Werden wir hier vorne... Ich hab zugemacht, Ukri, hab ich zugemacht? Nee, du hast nicht zugemacht, warte. Ey, ich weiß nicht, wie das geht, Ukri. Ja, jetzt ist zu. Bro, ich hab die perfekte Idee. Als erstes machen wir das Team Bruder Level 3000. Wir werden hier vorne alles nochmal mit Bedrock voll machen. So, Lucky, aus dem Weg, Junge. Was machst du? Aus dem Weg? Hä? Lucky, war gerade dein Internet schlecht? Ich glaube, die Schwestern haben uns gehackt, Ukri. Junge, die wollen nicht, dass wir gewinnen. Ey, aber Leute, wir werden uns sowas verrechnen. Ich hab wieder Internetprobleme, Ukri, kann ich mich bewegen. Junge, die wollen, dass uns fallen sehen, die wollen, dass wir verlieren, aber keine Sorge, wir werden nicht verlieren. Wir müssen den Tunnel ein bisschen tiefer machen. So, zack, jetzt noch besser, Leute. Jetzt machen wir hier alles nochmal aus Bedrock, Madrock, Leute. Boom, zack. So, und boom, jetzt ist der Tunnel noch tiefer. Und weißt du was? Hier ganz unten werden wir Wasser platzieren. So, zack. Wir schnappen uns damit Wasser. Damit die hier runterfallen. Nee, Ukri, das ist doch voll die blöde Idee. Warte. Mach da schlimmes Bro, Wasser hin. Mach chill, da so Fake-Wasser chill. Denkst du wirklich, ich mach das so einfach? Ich mach's noch viel schwieriger. Ja, ich denk, ne, weil du magst ja meine Schwester ein bisschen. Nein, Siblaki, ich hab keinen Crush auf deine Schwester. Du hast schon einen Crush auf meine Schwester. Ich weiß doch, letztens ne, im Schwimmbad, da hast du ihr einfach ein Eis spendiert. Da hast du ihr Eis gegeben, kostenlos. Du gibst mir nicht mal kostenlos Eis, Ukri. Junge, denkst du wirklich, ich hab das gemacht? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich der Pupsi Eis dir gegeben hab. Ja. Oh jetzt yeah. Lügst du, ne? Jetzt nimmst du Ausreden, nur ey, weil du peinlich für dich bist. Leute, okay, ey, wir müssen uns jetzt beeilen. Schau mal, hier vorne werden wir jetzt so richtig viele Hindernisse reinmachen, sodass es nicht einfach ist, dort runter zu springen. Verschließt du es, Lucky? Wir werden sozusagen einen Dropper bauen. Und der Dropper muss so sicher sein, die darf dann niemals runterkommen. Bis zum unten, bis zum Wasser. Ja, Ukri, alles gut. Ich nimm's dir nicht übel, dass du Crush auf meine Schwester hast. Ich habe auch Crush auf deine. Was? Solange ist es denn ernst? Nein, Spaß, Ukri, geprankt. Junge, ich dachte schon, Alter. Geprankt. Leute, ich glaube, der hat wirklich einen Crush auf meine Schwester. Der ist richtig verrückt, Leute. Siblaki dreht durch. Leute, Siblaki ist durchgedreht. Ey, übrigens, sein Diss-Track, ne? Das lasse ich mir nicht einfach ja, auf von mir sitzen. Ja, der war viel cooler als deiner, Ukri. Leute, Siblaki hat gestern so Diss-Track gegen mich gemacht, Alter. Kriegt er auf jeden Fall Rache nochmal. Ne, ich habe ja auch Diss-Track gegen mich gemacht, aber da kriegst du auf jeden Fall nochmal Rache. So, egal, weißt du was, Siblaki? Jetzt bauen wir erstmal hier die ganzen Hindernisse hin. Und das werden natürlich nicht nur einfach so Balken sein, ohne nichts. Pass mal auf, Ukri, die gehen gar nicht drauf. Die können da so einfach nacheinander runterspringen. Das ist voll lost. Genau, das ist das Problem. Aber weißt du was? Wir werden es noch viel schlimmer machen. Wir werden draufpacken, Diamantenstacheln. Zwei Idioten, ein Gedanke, Ukri. Junge, aber ich bin doch gar kein Dulli. Mein zwei Albert Einsteins, ein Gedanke. Ganz genau. So, zack, zack. Was ist da passiert? Haben die irgendwas in die Luft gesprengt? Hast du gehört? Hey! Nein! Was geht da ab, Alter? Alter, hab doch die Schwestern gemacht! Alter! Alter, was geht da ab? Also, ich sag mal so. Das sehen. Wir reden darüber nicht. Was habt ihr hier gemacht? Alter, die haben einfach ihre ganzen Untergrundtunnel kaputt gemacht. Ja, toll. Karma, würde ich sagen. Jetzt haben wir mehr Zeit. Die Zeit läuft, ne? Ihr habt locker nur... ihren ganzen Tunnels kaputt. Ja. Ey, warte mal, die wollen dir spicken oder was? Ey, hört mal auf Alter, zu spicken. Alter, hört mal, geh mal auf eure Seite rüber. Ich Junge, die haben einfach... echt. Oh, Zimaki, komm rüber, Alter. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir haben nicht so viel Zeit. Oh ja. Junge, Alter, wir haben die so hops gemacht. Macht das Bett sofort wieder zu. Macht das Bett zu. So, die dürfen das nicht sehen. Zack. Und Leute... Boom, hier fehlen Stacheln, Ukri. Mach mal die Stacheln hier ganz schnell hin. Dann kriegt das Bett nicht zu, Junge. So, zack. Ja, ich hatte gerade eben auch schon Probleme mit dem Bett. Oh, Mann. Ey, Leute, die denken wirklich, dass sie gewinnen werden. Und die sind so lost und sprengen ihre ganzen Untergrundtunnel in die Luft, Alter. Junge, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen. Stell dir vor, bei uns fliegt alles in die Luft. Da müssen wir alles nochmal neu machen. Und die haben ja nicht mehr viel Zeit, Leute. Weil gleich werden wir vergleichen. Und dann werden wir einmal deren Untergrundtunnel spielen und einmal die unseren. Und mal schauen, wer es schneller schafft. Und Leute, auch wichtig, ob wir es am Schluss überleben werden. Denn jeder hat drei Herzen und ob wir am Schluss drei Herzen dann noch immer haben und es überleben werden und nicht draufgehen werden. Das seht ihr dann ganz am Schluss, das Leute. Das ist die Frage. Ne? Oh, aber wir müssen heute gewinnen. Wir müssen heute soll ich jetzt in der zweite Raum sein? Ist das sicher genug? Sollen wir es mal austesten, Leute? Ja, ich denke schon, Ukri. Geh mal hoch und geh Survival-Modus. Ich rette dich hier unten. Wenn du nicht ins Wasser fällst, dann fange ich dich versuch's auf. Und... Oh, ich hab's geschafft, yo. Alter. Ey, das ist... Okay, das ist das erste Level. Das ist doch relativ einfach. Das hast du auch nur geschafft, weil du Hashtag Team Brüder bist und nicht Hashtag Team Schwester.
Meister schafft das niemals, Leute. Die werden schon bei ersten Aufgabe, bei der Matheaufgabe verlieren, Alter. Nicht mal das schaffen Pfeffer die. Pfeffer mit denen. Ganz genau. Okay, Leute, wir müssen jetzt die nächste Aufgabe direkt machen. Das nächste Level direkt von unserem Untergrundtunnel. Und so, Lucky, was machen wir für das nächste Level? Hast du eine gute Idee? Lucky, für mich gibt's heute eine Riesenparty. Ugri, für dich gibt's nur Kaki. Ich hab mir richtig... Lucky, wir sind im gleichen Team. Was ist denn jetzt bei dir falsch gelaufen, Junge? Alles klar bei dir, Junge. Okay, also, ich würde sagen, Simlucky, wir müssen hier vorne, zack, 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 den Raum frei machen. Aha, ja, stimmt, du machst mit deiner magischen Axt, Ugri. Ja, genau, das geht viel schneller. Boah, mega krass. Und jetzt machen wir hier vorne einmal so, dass unsere Schwestern sich entscheiden müssen, okay? Wir machen hier zwei Level hin. Für einmal, Brüder oder für Schwestern einmal links, oder ganz genau, und einmal rechts, Alter. Und dann müssen die einmal hier entscheiden, sondern wir nehmen uns Schildfreunde, super wichtig, und dann machen wir hier einmal so ein lilanes Schild, ne, für Team Magenta, also hier Magenta. Ey, warte, ich mach so, Ugri. Ich mach hier den Team Eingang Bruder noch zu mit Bild. Hashtag Team Bruder. Und hier links machen wir Hashtag Team Schwester hin. Team Schwester. Oh, stimmt. Leute, schreibt jetzt die richtige Antwort in die Kommentare. Ihr wisst bestimmt die richtige Antwort. Oh yeah, ihr wisst bestimmt die richtige Antwort. Team Bruder natürlich. Oh yeah. Alle, die Team Bruder in die Kommentare schreiben, ich werde jeden einzelnen Kommentar Hashtag herzen. Team Bruder. Okay, Leute. Okay, das ist sehr ehrenhaft von dir. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einmal einen Weg reinmachen. Hier machen wir einen richtig fiesen Weg rein und hier machen wir einen richtig guten Weg rein. So richtig chilligen. Oh, eine fette Falle, Ugri. Ja, hier machen wir eine richtig fette Falle hin. Okay, welche Falle könnten wir denn hier vorne hinbauen? Genauso eine fette Falle, wie deine Schwester Sandy ist. Sie ist doch keine Falle, Ugri. Was redest du da? Leute, wir haben jetzt zwei Gänge hier reingemacht. Einmal Team Bruder und einmal Team Schwestern. Als erstes machen wir den Team Bruder. Und der wird richtig geil. Und dann werden wir links die Falle bauen. Okay, Leute, was können wir hier hinmachen? Boom, wir machen Paradies hin. Wir machen ein richtiges Paradies rein, Leute. Hier machen wir die geilsten Sachen aller Zeiten rein. Erstmal natürlich muss es schön aussehen. Deswegen machen wir unten Gras hin. Ja, so richtig naturmäßig. Zack, Leute. Oh, ja. Ganz genau. Junge, wer mag bitte sehr nicht die Natur? Wer die Natur nicht mag, weiß ich auch nicht, Junge. Also eigentlich gibt es nur schöne Sachen hier. So, zack, boom, du machst ja auch noch Gras, überall so Gras. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Ganz genau. Was können wir noch Schönes hinmachen? Das mache ich erst nur Idee. Oh, ich habe eine Idee. Guck mal, sieht ein bisschen hässlich aus wegen dem ganzen Dirt hier an der Seite, ne? Ey, lass mal so eine richtig schöne Storm. Ich schau mal, was ich habe für Team Bruder. Schau mal, schau mal, schau mal. Das ist übelst geil. Warte, Ugri, zack, bam, wir machen so. Schau mal hier. Boom. Mhm. Was ist das denn? Boom, Hängematte, Alter. Hängematte. Boah, da kann man sich entspannen und in die Sonne reinschauen. Ja, aber wir haben keine Sonne. Vitamin D tanken. So, zack, warte mal. Ja, wir machen so einen Himmel, so einen Fake-Himmel. Okay, warte, wie können wir einen Fake-Himmel machen? Was ist denn jetzt vor? So, guck, jetzt. Ja, moin, Alter, let's go. Hey, das ist voll cool, Junge. Und weißt du was, damit man sich auch nicht anstrengen muss, guck mal, wie man hier, das ist so richtig easy. Man geht hier nicht lang, man fährt eine Achterbahn. Schau, so mag ich hier, so geht's lang. Zack, zack, zack. Guck mal, ich mache hier so ganz viele Büsche so hin, damit es ein bisschen mehr Natur ist. Ganz genau, das ist sehr gute Idee. Hier einen hin. Ich mache hier alles blau in dem Weg. Sehr schnell, Leute. So, zack, zack, zack. Let's go, Leute. Oben auch alles voller Blau machen, Freunde. Digga, Blau ist einfach die beste Farbe aller Zeiten, Bro. Das ist die beste Farbe aller Zeiten. So, lass es alles hier vorne wegmachen. Und jetzt, ey, jetzt machen wir hier vorne eine Achterbahn hin. Wir nehmen uns Schienen. Zack. Ey, Junge, ganz ehrlich. Die Schwestern denken nicht wirklich, dass die gleich in ihrem Weg dort vorne, was wir da für eine Falle reinmachen werden. Wollt es gar nicht wissen, Leute. Es wird so fies, ne? Aber die haben sich das auch auf jeden Fall auch verdient. Oh, die Achterbahn ist ultra nice. Freunde, hier geht's lang. Zack, zack, zack. Einfach auf entspannt. Wer liebt bitte sehr nicht Achterbahn? Wart ihr schon mal eine Achterbahn am Fahren? Wer von euch war schon mal auf einer Achterbahn? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß noch, da waren Schwestern in der Achterbahn mit uns, ne? Wir haben ja extra die Blöde genommen, ne? Die richtig krasse und das wussten die nicht. Stimmt, und dann sind die richtig ausgerastet, ne? Nein, die sind nicht ausgerastet, die haben gekotzt. Meine ganzen, nein, Füße voll gekotzt. Ah ja, und Sandy hat sich einfach in die Hose Pipi gemacht. Junge, okay, das machen wir nicht nochmal. Okay, das war deine Idee. Nochmal. Wir waren letztens mit unseren Schwestern. Ich glaube, das wäre witzig, bis die auf meine Popo gekotzt hat. Leute, wir waren im Phantasialand und dann, Junge, die sind zu ausgerastet. Die konnten überhaupt, egal. Ihr wisst, Team Bruder, die hatten gar keine Angst. Die hatten überhaupt keine Angst vor den Achterbahn. Wir sind die krassen Falle. Die hatten vorne so eine langweilige Angst. Okay, und jetzt haben sie sich verdient. So eine richtig krasse Falle. Erstmal, der ganze Raum wird aus Erde sein. Da haben die sich auch nicht anders verdient. Guck, wie geil der hier aussieht. Und dann hier vorne einfach alles aus Erde. Übrigens, warte mal, bevor wir jetzt hier weitermachen, wir müssen hier vorne noch den Ausgang machen, das nächste Level. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Nicht nur aus Erde, wir machen da noch eine Falle rein. Ah, ja, ganz genau, das will ich auch machen. Aber erstmal müssen wir hier die Tür machen ins nächste Level. Ganz easy Falle. Ja, komm mal, kannst da schon mal weitermachen, dann kommst du mal zurück und ich zeig dir die Falle. Okay, zeig mal, welche Falle du vorhast, den zu stellen. So, hier wird ein kleines Loch gebaut, ne? Oh, boom. Was sollen wir unten passieren? Lava? Das können wir mit magischer Achse ja viel schneller machen, ne? Ja, warte mal, lass mich. Weißt du was? Wir machen das einfach jetzt komplett hier rein. So, boom. Ja, machst du ein riesiges Loch, oder was? Boom, und jetzt. Nee, warte, ich hab was? Lava? Nein, lass es lieber so machen. Oh, jetzt da drüber Ghostblöcke. Aber nee, das ist eigentlich die. Lass mal hier vorne so ein Parcours hinmachen. So, zack, zack, zack. Ich habe eine gute Idee.
So, wir dann haben eine Fake-Belohnung hinten, damit die denken, ja, man kann da wirklich hin. Guck mal, man kommt hier so rüber. Und da, guck mal, das Ding ist, unser Weg ist halt übelst einfach, ne? Und der von denen ist übel schwer. Man muss dann hier so lang, so, zack, zack, zack. Machen wir unmöglichen Jump. Ja, und hier. Warte, nein, noch nicht unmöglichen Jump. Wir geben den Hoffnung, Bro. Ich habe eine bessere Idee. Wir geben den Hoffnung, schau. Hier rüber, zack. Und danach tun wir so, als ob hier vorne die Belohnung wäre. Aber weißt du, was wir nehmen? Wir nehmen uns die Mimik-Truhe, okay? Diese Truhe, die da so richtig viel Schaden macht. Wie ein Auffriss. Ganz genau, hier, die hier. Das ist eine lebendige Truhe, die tarnt sich nur als Truhe, aber das ist ein Monster, ne? Leute, schaut mal, warte mal. Hier, guck mal, was jetzt passiert. Öffnet. So, ich öffne mal ganz kurz die Truhe. Ja, was geht ab? Hey, was geht bei Junge? Und die frisst dann einen einfach auf, Alter. Zum Glück war ich kreativ. Zum Glück sind wir kreativ, ganz ehrlich. Aber Leute, wenn wir survival mussten, Junge, diese Truhe, du öffnest die und danach frisst die dich einfach auf. Junge, das wird so lustig, ne? So, zack, wir machen hier vorne. Oh ja. Freunde, die werden richtig ausrasten. Und dann werden die wahrscheinlich von der Kiste in die Lava hier auch geschubst, ne? 100%. Okay, Leute, ich würde sagen, fallen die sofort runter. Das ist der Weg von den Schwestern und hier geht's auch dann nicht weiter oder so. Da ist auch nicht die Belohnung. Der richtige Weg ist natürlich hier Team Bruder. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Aber damit man nicht sieht, was der richtige Weg ist, Okri, verstecken wir hier alles mit Dirt. Nee, warte. Wir müssen hier vorne einen Eisentür platzieren erstmal. Wir nehmen uns den Knopf. Das heißt, wenn man einmal hier drauf drückt, dann öffnet sich die Tür, nicht mehr raus. Man kommt nicht mehr raus hier vorne, ganz genau, weil hier kein Knopf nur ist. Ein Eingang von außen, kein Ausweg. Okay, und bei den Jungs ist das genauso, aber bei uns ist es ja nicht schlimm. Zack. Und ey, damit ihr nicht wisst, was dahinter ist, wir platzieren dahinter ein Gemälde, okay? Oh ja, mach mal, Okri. So, zack. So. Ja, so geht das. Wir machen hier so ein Gemälde hin und dann sieht man nicht, was dahinter ist. Da kann man hier so durch. Okay, sehr gut, Leute. Und das machen wir hier auch einmal. Zack, Leute. Boom. Jetzt kann man den Knopf drücken und dann kommen wir hier durch und dann... Nein, wir kommen nicht mehr raus. Und dann ist man hier in der Sackgasse. Vor allem, die denken vielleicht, dass die es schaffen werden, aber dann kommt diese Mimik-Truhe, die einen einfach auffrisst. Und ja, jetzt machen wir weiter mit dem Final-Level. Sollen wir schon das Final-Level hinbauen? Das wird richtig krass. Okri, wo bist du? Da vorne bist du. Ja, komm, lass machen, Okri. Komm. Ey, aber nee, obwohl, lass doch als erstes einen richtig coolen Dropper hinmachen. Aber diesmal einen anderen Dropper, okay? Dropper? Wir haben doch schon einen gemacht. Was hast du denn jetzt vor? Lass mal so einen Dropper machen, wo wir so Fake-Wege machen. Oh, da bin ich dabei. Damit wir die Cops nehmen. Okay, dann lass hier wieder ein riesiges Loch reinmachen. Warte mal, erstmal die Decke ein bisschen höher. So, das habe ich sofort übernommen, Okri. Sehr gut. Und jetzt machen wir hier ein riesiges Loch rein. Dann mache ich hier vorne, so, zack. Dann gehen wir einmal hier rüber und dann einmal hier runter. Zack, 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 das habe ich auch schon übernommen. Haha. Dein Ernst, Junge? Ey, das wollte ich übernehmen. So, ey, sollen wir es noch... Oh, du hast noch viel riesiger gemacht. Lass es noch viel tiefer machen. Dann mach mal da vorne die Erde wieder hoch. Mach die da wieder hoch, Bro. Nein, willst du... Warte mal, ich habe die Idee, Okri. Lass komplett tief, Mann. Nein, reicht, Okri, reicht. So, zack. Bombe, Alter, wie tief ist das? Junge, das ist der krasseste Dropper aller Zeiten. Oh, weißt du was? Aus was machen wir einen Dropper? Aus was machen wir einen Dropper? Ich würde sagen, du machst es aus Pupsi? Nee, lass nicht aus Pupsi, Mann. Der muss richtig cool aussehen. Lass ihn aus Rainbow machen, oder? Rainbow gibt's gar nicht. Ach klar, gibt es den, oder nicht? Hast du nicht haben wir nicht irgendwo Regenbogen? Nö. Rainbow, warte. Nö. Nee, ich habe keine Rainbow-Blöcke. Okay. Nö. Sollen wir ihn aus Diamanten machen? Das Diamanten. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen Pupsi, okay? Aber kein normales Pupsi, sondern nuklear vergiftetes Pupsi. Nein, Junge, The Blacky, nein, der soll cool aussehen. Das ist doch Team Bruder. Ja, guck mal, ich platziere so hier bam, bam, bam. Und jetzt Obsidian und darüber mache ich Atommüll. Aber The Blacky, ich habe eine bessere Idee für diesen Dropper. Ich will ihn ein bisschen anders machen. Aufpassen, das ätzt sich jetzt durch. Oh, was? Alter, das ist. Okay, das können wir gleich noch als finale Falle benutzen. Das ist eine richtig gute Idee. Leute, ich will hier unten vier Wege hin platzieren. Guck mal, einmal hier einer. So. Schau. Aber nur einer davon ist richtig. Ganz genau, einer hier, einer da, einer hier, zack, zack, zack und der letzte ist hier vorne. Okay, Simlaki, und jetzt müssen sich unsere Schwestern entscheiden, linker Weg oben, der oder der, weißt du? Das wird halt nicht so leicht, Und weißt du warum? Nur einer von denen ist der richtige. Oder sollen wir so machen, dass alle falsch sind? Das können wir eigentlich auch machen. Junge, das wird nicht so leicht. Das wird echt schwer, Leute. Bevor wir jetzt aber weitermachen und ihr dann checkt, was ich für eine Falle vorhabe, die wird übelst cool, Leute. Deswegen gönnt euch das gleich. Aber erstmal müssen wir hier vorne einen kleinen Trick anwenden. Ich glaube, unser Dingser muss echt cool aussehen. So, zack, wir machen einen kleinen Trick, Leute. Was willst du machen? Ah, du willst wieder die ganzen Wände ersetzen mit einem anderen Block. Ganz genau. Ganz genau. Boah, das kann krass werden, Okri. So, wir machen jetzt einfach hier slash replace und dann Dirt mit Diamantenblöcke, weil Diamantenblöcke sind meine Lieblingsblöcke und die werden wir jetzt verwenden. Zack. Boom, Alter. Let's go. Schaut euch das an. Alles aus Diamanten innerhalb von einer Sekunde. Unsere Schwestern haben niemals so coole Tricks drauf wie wir. So, Lucky, komm, ich tippe mich niemals nach oben. Ich bleib hier unten. Weil wir machen jetzt hier vorne einmal die falschen Wege rein. Als erstes benutzen wir Fake-Wasser, okay? Das ist am offensichtlichsten. Also, ich sag dir, das ist das Richtige. Ob man das sieht oder nicht. Das ist normales Wasser, oder? Sieht doch aus wie normales Wasser. Ist normales Wasser, okay. Dann spring da jetzt mal rein, Simlaki. Spring da jetzt mal rein. Okri sagt mir nicht, das ist Fake-Wasser. Spring rein, Bro. Spring rein. Nein.
Boom, Alter! Aber, warte mal, du hast überlebt, das ist gar nicht gut. Wir müssen hier noch eine Mauer hinbauen. Und Barrieren hin, unsichtbare. Ganz genau, Leute. Wir nehmen uns unsichtbare Barrieren. Zack, Hackerblöcke, Leute. Die platzieren wir hier in der Mitte. Und dann kommen wir hier nicht mehr raus. So, ich glaube, das reicht schon. Ein Block einfach. Dann kommen wir hier nicht mehr raus, oder? Ja, oh ja, da kommt man gar nicht mehr raus. Da kommt man gar nicht mehr raus, Junge. Fett Damage. Mach mal jetzt die anderen Löcher da. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nicht das richtige Loch, wo man reinspringen muss. Dann machen wir als nächstes hier vorne Schleim hin, okay? In Schleim, auf Schleim kann man doch springen, oder nicht, Sunaki? Ja, das ist doch viel zu easy, Ukri. Das sieht man doch von oben. Ja, sehe ich auch. Ja, dann versuch's mal. Und komm schon und. Oh, okay, und, es hat geklappt. Mod, ja, klappt. Aber Sunaki, warte mal, jetzt geh nochmal hoch. Ich glaube, ich weiß, was du da in der Hand hattest, Ukri. Nee. Du kleiner Hacker hier, ne? Du kleiner Fleckdachs. Ja, ne? Schau mal, warte. Ja, mal, 360, boom, wow. Warte, Sunaki. Ich muss die Falle noch fertig bauen. Versuch's gleich nochmal. Ich baue hier gerade eine richtig krasse Falle, Leute. Also, wir machen hier vorne. So, zack. Und dann müssen wir hier Spikes hinmachen. Wo sind unsere Spikes? Hier vorne. So, die platzieren wir jetzt hier unten. Drei Stacheln, richtig stachelige Stacheln. Aber wozu brauchst du die da hin? Da sind doch Schleims. Nee, Sunaki, schau mal, das ist. Komm mal, spring jetzt nochmal. Okay, spring jetzt nochmal. Oh, man landet in den Stacheln drin. Okay, oder man stirbt so oder so direkt an Fallschaden. Wir können die Stacheln wegmachen. Oh, man stirbt ja direkt an Fallschaden hier drunter. Wir machen hier drunter einfach ganz normal Diamanten, damit das nicht auffällt. Und man kann ein bisschen durch den Schleim durchschauen. So, zack. Und nach oben. Okay, Schleim ist falsch, Wasser ist falsch, also nichts von den beiden. Nehmen die damit komplett hops. Was ist dann das Richtige, Sunaki? Natürlich. Eins von den beiden hier, ne? Nee, eins von den beiden muss das Richtige sein. Aber was ist es? Wir müssen jetzt noch eine richtig coole Falle hier machen. Weißt du was? Was könnten wir machen? Ich hab eine Idee, wir machen einfach hier so ein. Die tun, als ob hier Wasser ist, aber das sind halt ganz viele Kugelfische, ne? Die dann draufgehen lassen. Warte mal, platzieren ganz viele da rein. Junge, guck mal, wie viele ich da reinmache. Ey, warum gehen die drauf? Alter. Überpopulation kriegt zu viele. Okay, aber bevor wir jetzt die Kugelfische dort platzieren, ich hoffe, die sehen das nicht von oben. Ihr dürft nicht so viele Kugelfische an einem Ort halten, ne? Irgendwann sind die Kapazitäten voll. So, wir müssen hier vorne mit den Barrieren wieder alles zubauen, Alter. Rein da! So, zack. Und jetzt platzieren wir hier den Amboss. Warte, Ukri, ich rette die. So, komm, geht da wieder rein. Bann. Und jetzt, Leute, müssen wir die. Wie sollen wir die nennen? Schwester. Wir nennen die Schwesterfresser. Wir nennen die Schwesterfresser. Diese Kugelfischer sind jetzt die Schwesterfresser, Leute. Wir nennen die einfach Schwesterfresser. Junge, ja, Ukri ist voll ehrenlos. Aber nee, das ist korrekt, Junge. Was für ehrenlos. Ja, okay, ist schon ein bisschen ehrenlos. Aber Leute, die sind auch ehrenlos zu uns. Wenn ihr wüsstet, was die alles getan haben, ne? Petzen, uns auf der Achterbahn in die Hose pipien, sodass wir Pipi-Flecke haben. Kann man das von oben sehen? Ah, das sieht man gar nicht, Ukri. Das ist nicht spawn. Komm mal hoch. Ich hoffe, das ist nicht unfair. Guck mal runter. Guck mal, man denkt, okay, da vorne ist kein normales Wasser. Da muss doch das hier normales Wasser sein. Und dann, wenn man nah dran ist, rein, dann sieht man Kugelfische und Bobby fressen einen auf, Junge. Richtig dumm. Die werden richtig, Leute, ihr wisst doch, Kugelfische, die blasen sich so auf, wenn man im Survival-Modus ist. Und dann werden die einen vergiften. Sunaki, willst du es mal austesten im Survival-Modus? Nee, Ukri, ich verzichte darauf gerne. Okay, und hier vorne machen wir jetzt was richtig Auffälliges hin, okay? Wir nehmen uns Spikes und so, zack, diese Stacheln. Aber weißt du was? Wir nehmen Fake-Stacheln. Boom, let's go. Oh, kluge Idee, Ukri. Ganz genau. Wir nehmen hier vorne Fake-Stacheln. So. Aber nur weil das Fake-Stacheln ist, heißt nicht, dass sie überleben werden. Ich meine, wenn die runterfallen, fallen die trotzdem auf die Diamanten gehen drauf. Ja, aber dann müssen wir da drunter irgendwas bauen. Guck mal, ich habe eine gute Idee. Stimmt, mach mal, Ukri. Was hast du? So. Wir machen erstmal hier vorne alles frei. Leute, und jetzt werden wir hier vorne die Stacheln. Warte mal, wo sind die Stacheln? Achso, hier. Guck mal. Hä? Funktioniert nicht. Sag, schau dir das an. Bei mir sind so Steinblöcke da vorne. Bei dir auch? Ja, ich hab. Was ist das denn? Ja, das funktioniert nicht so gut. Warte mal, da müssen wir was anderes nehmen. Weil irgendwie funktioniert das nicht so gut, Leute. Wir nehmen uns lieber. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns einfach diese Spikes. Unmöglich. Die Spikes, die wir eben benutzt haben. Und die wissen ja, okay, hier auf diese Spikes kann man ja nicht springen. Die denken sich bestimmt, auf diese Spikes kann man nicht springen. Aber, Leute, auf diese Spikes. Ist unmöglich, geht gar nicht, ne? Doch, aber auf diese Spikes kann man springen. Wir machen hier einmal Ghost-Blöcke hin. Zack, zack, zack. So. Und hier drunter tun wir jetzt endlich echtes Wasser hin. Guck hier vorne. Okay, mach mal hier drunter. Okay, und dann baue ich sie nochmal auf hier. Hier kommt überall echtes Wasser rein. Und hier müssen jetzt noch Ghost-Stacheln drauf. So, zack. Okay, sollen wir so richtig schwierig machen? Guck mal, das wäre OP-schwierig. Wir machen so. Zack, wir platzieren hier oben eine Truhe. Da müssen die Dream sein. Warte, wir müssen hier dieses letzte. Okay, ich hab noch eine bessere Idee, Leute. Wir nehmen hier ganz am Schluss Lava. Weil ich glaube, das müsste funktionieren. Guck mal, wir platzieren hier überall Lava. Oh, das ist so eine gute Idee. Okay, Leute, wir gehen jetzt bis ganz nach oben. So, kommt schon, Leute. Und. Okay, ich habe eine gute Idee, was wir machen müssen. Warte. Ich habe eine richtig gute Idee.
Schau mal, also linkes Wasser ist Fake-Wasser, da stirbt man. Da vorne bei dem Schleim, da geht man drauf, weil man durch die Schleime durchfliegt. Dann ja. Hier vorne, das ist Kugelfischwasser. Und da links, Schwesterfresser. Ich gehe Survival-Modus und runter da, let's go. Und schau mal, man denkt, man fällt in die Lava, aber dann fällt man durch die Lava durch. Wie krass. Und dann einfach in Wasser rein. Und die Lava berührt man auch nur ganz kurz, weil man so schnell ist. Ganz genau. Und dann ist man hier vorne beim Ziel. Aber okay, pass mal auf, ich habe eigentlich nur was viel Besseres, was viel Schwierigeres. Komm mal hoch. Nee, Simlaki, du willst dieses Dings da. Ich habe es gesehen, was du machen willst. Nein, Uchi, ich will dir das erklären. Komm mal her. Okay, warte, zeig her. Aber hier oben als allererstes, man öffnet die Eisentruhe im freien Fall. Wow, muss da 3 Eisenbarren rausnehmen, dann einen Eimer craften. Danach ganz schnell hier das Wasser holen, da ist nur ein halber Block. Zack, muss man holen und da muss man MLG machen. Denkst du, die schaffen das? Niemals schaffen die es. Aber das ist dann auch eine Möglichkeit, okay? Guck mal, die müssen so krass machen, Ukri, so. Aber die schaffen das boom. Eh nicht, Bro. Zack, das zack, ist zack, unmöglich. Zack, 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 oder boom. Okay, lass uns einfach hier weitermachen, Simlaki. Komm, zack. Es geht jetzt hier weiter, oder? Ey, pass auf wegen Wasser. Freunde, wir sind fast beim Finallevel von unserem Untergrundtunnel. Simlaki, ich habe eine richtig gute Idee jetzt für dieses Level. Man, erstmal hier ganz, ganz viel Raum rein. So, so wie zack, jedes zack, Mal, zack. Ne? Ganz genau. Ey, aber wir werden komplett übertreiben. Es wird komplett übertrieben. Wenn du wüsstest, was ich jetzt vorhabe. Okay. Ich werde es euch jetzt zeigen, Leute. So, zack, alles freiräumen. Jetzt so, zack. Junge, Simlaki, was hast du da in der Hand? Du machst alles ist, weg, Alter, bist du verrückt. Damit mache ich ein bisschen den Mädchen Angst. Ja, okay. Aber Simlaki, warte mal. Wir haben eine richtig gute Idee. Wir markieren uns die Stelle. Leute, schaut, was ich vorhab, um unsere Schwester zu pranken. Werden wir jetzt hier unten ganz viele Truhen platzieren. Let's go. Ey, aber warte mal. Die sind 1 zu hoch, die Truhen. Das passt nicht. Wir müssen die hier unten platzieren. Das musst du weiter runter machen. Ja. So, zack. Und boom. Jetzt alle Truhen da vorne platzieren. Und jetzt, Leute, wird eine dieser Truhen die richtige sein. Und die müssen jetzt alle Truhen einmal öffnen. Was versteckst du da? Ich werde eine Truhe, warte mal, so sollen wir... Lass es doch mehr machen, lass doch mehr machen, noch mehr Truhen verstecken. Junge, wir übertreiben komplett. Wir müssen es tun, Bro. So, komplett hier rübergehen. Zack, 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 zack. Alter, ich werde so ein... Alter, hier geht's raus. Hier dürfen wir nicht weiter lang. So, cut, boom. Und jetzt platzieren wir hier unten überall Truhen. Und zack. Yo, let's go. Jetzt haben wir hier so viele Truhen, Simlaki. Und eine von denen ist die richtige, denn wenn eine platzieren, ich würde sagen, hier vorne in der Ecke, da kommen die niemals drauf. Zack. Und wenn man die hier öffnet, oh, das ist schon wieder ist so ein geheimer Gang da drunter, ganz genau. Okay, wie machst du das denn jedes Mal? Das ist voll hexermäßig. Das ist so krass, ne? Okay, Leute, und jetzt werden wir hier vorne das finale Level hinbauen. Oder die Belohnung hinbauen. Aber weißt du was? Wir machen die Belohnung, wir machen keine richtige Belohnung, wir machen eine Falle. Eine Fake-Belohnung. Das wird eine Falle sein für unsere Schwestern. Niemals kommen die an unsere Diamanten ran. Das wird eine Fake-Belohnung sein. Oh ja, hast du eine Idee? Ich keinen einzigen Diamanten teile ich mit denen. Ich habe eine richtig gute Idee. Schau mal, wir tun so, als ob die hier richtig schönes, Prinzessinwagen haben. Nee, das ist Lost. Hä? Was ist das denn, Maki? Das ist ein Auto. Guck mal, kann man sich hier reinsetzen. Junge, ich weiß ja, dass du Autos magst, aber ich glaube, unsere Schwestern, die mögen keine Autos. Die wollen was anderes. Die wollen bestimmt sowas. Was könnte es sein? Was könnten die mögen, Leute? Was mögen Mädchen? Ich habe keine Ahnung. Boah, ich habe eine richtig gute Idee, Okri. Ja? Warte ab. Boah, ich hab Falle hinbauen. Baba Bibi Bubu Adi. Okay, Alter, platzier dir mal die Baba Bubu Bibi Adi. Hä, was? Ja, pass mal auf, Uchi. Ey, pass mal auf. Guck mal, ich muss mir das. Schau dir das nochmal an. Leute, falls ihr nicht checkt, dieses Level, ne? Man kommt hier runter und dann kommen hier so viele Truhen. Und einer dieser Truhen ist halt die richtige, aber die wissen nicht, dass es die hier ist. Jetzt komm mal runter, Uchi, schau mal. Drin. So, wenn man das hast dich gefragt, was mögen Mädchen richtig hart? Junge, was mögen die nicht mehr als? Komm mal runter, Uchi. Das hier! Yo, bestimmt so einen pinken Anzug oder so, pinke Kleidung, ja, ne? Dieses pinke Hochzeitsanzug. Das und wie machen wir jetzt die Falle dorthin? Du weißt doch. Ja, davor müssen wir eine Falle irgendwie machen. Ich habe eine richtig gute Idee. Zeig her. Schau. Wir nehmen uns Erdmine und wir platzieren die einmal hier rum. Zack, zack, zack. Und wenn man jetzt hier drauf geht, dann explodiert alles. Und heißt, ey, geh da nicht hin. Auf keinen Fall hin. Ja, geh da nicht hin. Okay, wenn die da hingehen, ne, dann explodieren nicht nur die, sondern auch die Kleidung, dann würden die doppelt sauer. Ganz genau, Leute. Und dann werden die draufgehen und bestimmt richtig ausrasten. So, wir machen die Truhe jetzt wieder zu. Und die Zeit ist abgelaufen, Leute. Wir werden jetzt schauen, welcher Untergrundtunnel sicherer ist. Let's go. Leute, wir gehen jetzt rüber zu unseren Schwestern und dann werden wir vergleichen. Sollen wir nicht als erstes bei euch rüberkommen? Denn ihr seid bestimmt viel schlechter als wir und das Beste kommt zum Schluss. Nein, das Beste kommt zum Schluss, deswegen kommen wir zum Schluss und nicht ihr. Also erstmal gehen wir rüber zu euch. Ganz genau. Okri, einen Moment mal. Kannst du mir verraten, was du da anhast? Was meinst du? Schminkst du dich seit neuestem oder was? Ja, das ist Schminke und mehr auch nicht. Ja, das ist Schminke, Leute. Das ist Schminke. Guck dir gerade nicht hin. Nee, ich komm, gerade wieder zack. Ab. Zack. Oh,
Das war nochmal knapp, Alter. Simlaki, ganz ehrlich, schau dir das mal an, Junge. Manchmal denkt der, wer ein Junge, manchmal ein Mädchen. Ich weiß auch nicht, warum der so kurz, da ist er ja wieder. Ja, das war gar nichts, absolut gar nichts. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber und schauen uns euren Untergrundtunnel an. Leute, seht ihr es? Wir haben drei Herzen und Simlaki, warte mal, was passiert hier? Was passiert hier? Wow, wow. Oh nein, wir sind Survival-Modus, Simlaki. Wir sind Survival-Modus. Dein Ernst, Junge, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir verwundbar, Simlaki. Ich weiß auch nicht, Ukraine, lass mich jetzt durch. Ich bin auch in Survival-Modus. Wir dürfen auf keinen Fall unsere Herzen verlieren. Na gut, wo ist euer Untergrundtunnel, Ist das euer Untergrundtunnel? Junge, das sieht aus, als ob da einfach irgendjemand reingepupst hat. Tunnel. Das ist der Tunnel, der, ja, da könnt ihr gerne reingehen. Der ist super sicher, ganz genau. Wir können da ja einfach rein. Ja, da habe ich doch das Loch reingeschossen, oder nicht? Was ist denn? Wo ist der Eingang? Ist das jetzt alles? Das ist jetzt euer Tunnel, oder was? Ich glaube, der hat uns geprankt. Hä? Das war natürlich ein Spaß. Das ist ein Fake-Tunnel. Oh ja, ich werde aber nicht so viel verraten. Guck mal auf mich. Warte mal, ich hab da was gesehen. Warum ist hier ein Dirtblock mitten im Sand? Ich hab da was gesehen, man kann da irgendwie durch. Ja. Schau mal! Hey, was ist das denn? Ja, aber nur mit unserer Hilfe, ich kleinen Noobs. Was? Was ist das, Leute? Ein Laserparcours? Alter, das ist echt krass. Wow, Flocke, bist du richtig krass. Vielleicht, ich schaff das zwar, aber du schaffst das niemals, okay, Bruder. Du bist der Pupsbruder. Was? Ich bin kein Pupsbruder. Okay, ich schaff das, Leute. Zack, runter. Da ist der Pupsbruder. Simlaki ist der Coolste. Simlaki, ey, Simlaki, wir sind in einem Team, Junge. Der König, höchstpersönlich. Ja, okay, ja, sorry, tut mir leid, Ukraine. Oh Mann, du bist so verrückt, Simlaki. Okay, was steht als nächstes dort? Das nächste Level. Wir haben das erste Level schon geschafft, das war so easy. Aber es wird immer schwieriger und ihr dürft nicht alle drei Herzen verlieren. Wetten wir werden nicht mal ein Herz verlieren. Wir werden bis zum Schluss alle drei Herzen behalten. Frage, Habibis. Welches Geschwisterteile ist blöder? Welches Geschwisterteil ist schlauer? Da steht, welches Geschwisterteil ist schlauer. Ihr könnt eure eigenen Aufgaben nicht vorlesen. Oh Mann, Silly, du kannst sie nicht mal lesen. Schau mal, ich lese sie jetzt besser vor. Welcher Geschwisterteil ist schlauer? Die Schwestern Slay Girls oder die ekligen, nervigen, stinkenden, dummen, hässlichen, dummen Puder? Leute, wir sind nicht stinkig, wir sind nicht hässlich, wir sind auch nicht dumm, okay? Wir sind gut aussehen und riechen auch gut. Ja, okay, vielleicht nicht, aber wir haben immer auf jeden Fall. Wir haben immer die besten Parfums an, die besten Fragrances. Und die wurden uns empfohlen von Jeremy Fragrance. Wir tragen die immer. Was redest du da jetzt? Oh, lass mal rein, ihr geht jetzt. Ey, ja, komm, hey, was sollt ihr das denn? Rette mich, rette mich, Ukraine, ich kann nicht retten. Boah, nein, ich bin auch drauf gegangen. Euer Ernst, Mann, ich bin richtig sauer. Alter, das war einfach ein Fake-Weg, Junge. Alter, Junge, eklige, nervige, stinkige Brüder war falsch. Aber wir sind doch schlauer, stimmt doch. Nee, klar sind wir schlauer. Nicht schlau, die Schwestern sind schlauer, deswegen müsst ihr euch für die Schwestern entscheiden, für die Slay Girls. Dip, Ich mach Take-Dale, ich mach Take-Dale, Junge! Alter, das ist so fies, ganz ehrlich. Nee, hier, nimm Take-Dale, Alter, ich mach Greedy. Gritty, right, Fruit, right. Oh, das bringt auch gar keinen Sinn. Okay, egal. Leute, wir gehen jetzt hier die Schwestern rein. Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht zugeben, dass die Schwestern besser sind. Aber wir müssen uns dafür wählen, weil die Schwestern uns manipulieren damit. Oh, Mann, Leute. Jetzt haben wir uns einfach dafür entschieden, dass die schlauer sind. Ihr müsst euch beide entscheiden. Links oder rechts. Ihr habt jetzt einfach gerade gesagt, dass wir schlauer sind. Das heißt, wir sind eh die Besten. Nein, ihr habt das verlangt. Und Leute, wir haben nur noch zwei Herzen. Seht ihr das? Oh, Mann. So, aber weiter geht's, Leute. Diesmal werden wir schaffen. Wir haben nur noch zwei Herzen. Wir müssen aufpassen. Okay, Simlaki, wer will's vor rangehen? Was steht da? Kaka? Was steht da? Kaka. Auch Kaka? Und da steht auch Kaka. Ich dachte, ihr mögt selber Diamanten. Lili, magst doch selber Diamanten. Ja, aber das sind die Brüderdiamanten. Hä, wo ist der Unterschied zwischen Schwester und Brüderdiamanten? Kenne ich gar nicht. Die einen, die sehen gut aus, die andere sehen schlecht aus. Wie kommen jetzt? Aua! Alter, Stacheln. Vielleicht hier links lang? Ah, Fake Wasser! Nein, Ukri, komm raus, schnell. Okay, vielleicht dich. Rechts lang, vielleicht rechts lang. Ah, auch Fake Wasser. Komm raus, Ukri, ich rette dich. Hä, wie kommen wir da jetzt da durch? Hier müssen wir einfach rechts lang, warte mal, ich suche hier. Hä? Hä, hier geht's ja einfach lang. Leute, was ist das? Hä? Ist ja voll easy. Kann ich einfach das durch. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, das Level. Doch, alles Logik, 100%ig, der Mädchen. Das sollte auch so sein. Hä, okay, dann einfach hier so lang? Okay, das ist ja nicht ganz schwer. Keinen Sinn, warum? Das ist Kacke, aber hier geht's lang. Hä? Warte mal, ich hab da was gesehen. Ukri, du hast gar nichts gesehen. Doch, hab ich. Alter, da ist ein Ghostblock. Was hast du gesehen, Ukri? Nein, das ist ein Ghostblöcke. Ich rette mich. Nein. Oh nein, du hast noch ein Herz, Bro. Du hast noch ein Herz. Ukri, du hast mich verraten. Du bist einfach gesprungen. Junge, Simlaki, du hast noch ein Herz. Ukri, mir geht's gut. Ich brauche die Wiederbelebung. Du musst mir einen Kuss geben. Bro, warte mal, was? Junge, Lilly, du musst mir auch einen Kuss geben. Junge, lass meine Schwester in Ruhe.
Simlucky, du bist ein blöder Bruder. Ich hab dir niemals einen Kuss, ganz ehrlich. Simlucky, hör auf, Alter. Du hör auf, jetzt rumzuheulen, nur weil du ein Herz hast. Ja, mir geht's du bist gut, selber ich wollte nur einen Kuss haben. Okay. Hä? Ja, warum von mir? Okay, Leute. Oh, ist richtig. Okay, ey, Simlucky, willst du voran oder soll ich? Ich geh voran, weil ich hab noch zwei Herzen. So, Ukri, geh du lieber voran, okay? Ich hab Angst, Junge. Ah, ich versuch's. Rette mich, Bro. Kleiner Noob, Alter, ich ritt gar nichts, ey. Alter, das war knapp. Das war knapp, Junge. Junge. Okay, Alter, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Vielleicht da vorne geht's natürlich lang, so easy. Das ist doch richtig. Jetzt musst du wieder nach vorne. Jetzt musst du wieder als Okay, warte, ich. Ey, Simlucky, pass auf, dass du nicht runterfällst, Alter. Du willst nicht draufgehen. Hey, Mann, ihr habt echt Glück, Mann. Ja, was für Glück, Alter. Wir sind einfach Skill. Das ist Skill. Haha, Lady, ich hab's gesehen. Das war Fake. Und jetzt zieh lang. Komm mit. Junge, Simlucky, was machst du, Alter? Lern mal springen. Jetzt kannst du einfach nur nach links oder nach rechts, oder? Wohin ja, warte mal, links auf keinen Fall, weil das ist unmöglich, der Jump. Es geht rechts lang, Ukri. Guck mal. Auf wie wetten wir? Ja, du wusstest es. Jetzt hier lang? Ich wusste es. Ja, und jetzt hier lang? Und ich hab's geschafft, let's go! Ja, ja. Das ja, ist 100% Bruderskill. Oh Mann, wie habt ihr es geschafft? Hey, Alter, so wie? Oh Mann, aber ihr habt nur noch ein Herz und Ukri, du hast noch zwei. Ja, ich hab noch zwei, nur nicht vergessen. Am Ende werde ich draufgehen, 100%ig. Hey, wie kommen wir hier durch? Was soll das? Ich hab's gerade zugebaut, das war gerade offen. Das war gerade offen. Hey, Lili. Was soll das? Wie kommen wir jetzt durch? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie wir da durchkommen. Leute, könnt ihr mir uns bitte da vielleicht reinlassen? Hier? Hallo? Ich hab's gefunden, Simlucky, schau mal! Fake-Eingang. Hey, ich dachte, ihr findet das niemals. Leute, was ist das? Hier ist eine Truhe. Hey, pass auf, Simlucky, pass auf! Okay, ja, raus! Das ist keine Lava. Hä? Schau mal, das ist Fake-Lava. Da war eine Truhe, ich hab die geöffnet und die hat TNT gezündet, Ukri. Aber was ist das hier vorne? Hier vorne ist auch irgendwas. Was ich glaube, das ist dumm, Ukri. Da, wo ich bin, das ist richtig, oder? Was ist das denn? Pool? Ukri, guck mal, hier geht's lang. Toilette? Ey, Ukri, ich bin eingesperrt, Ukri. Ich bin eingesperrt. Alter, hier ist irgendeine Toilette und... Ah! Alter! Ukri, komm zu mir, Ukri. Hier ist richtig. Junge, wollt ihr mir eine Falle stellen? Oh Mann, Ukri, du bist nicht drauf eingefallen. Was Junge, ist da? Ukri, du kleiner Noob, schau mal hier. Komm jetzt hier, andere Seite rüber, da ist Belohnung. Komm mit. Okay, ich komm. Andere Seite. So. Ey, Ukri, ich sag dir eine Sache, ne? Hier war einfach so eine geheime... Aua! Da war einfach so eine geheime Truhe. Ein Herz, bitte nicht, bitte nicht. Komm zu mir. Ukri, komm in die Lava, das ist Fake-Lava. Du musst da rein, rein da, schnell, da regenerierst du. Bro, dein Ernst? Was für Fake-Lava, Alter. Ich hab nur ein Herz. Haha, und Leute, es war jetzt der falsche Weg. Ihr seid irgendwie darauf reingefallen. Und Simlucky hat dich einfach in den Tod geschickt, sozusagen. Das war doch nicht der richtige Weg. Aber hier ging's lang, aber hier war eine Falle. Wie kommen wir jetzt hier durch, hä? Hä? Hm? Kiste öffnen vielleicht. Vielleicht in der Kiste irgendwas. Nee. Nee. Was steht da? Was ist das für ein Schild, Lilly? Finde den Knopf. Finde den Knopf? Drück mal überall hin. Ja, ganz genau. Ihr müsst den Knopf finden. Hä, ein unsichtbarer Knopf vielleicht. Ey, Sally versteckt irgendwas. Hey, ist gar nichts, ist gar nichts. Geh mal weg, Alter, die verstecken hier bestimmt irgendwas. Hm? Die Fackel vielleicht? Nee. Hä? Wo ist hier bitte sein Knopf? Ich bin geprankt. Hä, warte mal, wo schaut Lili hin? Oh. Nirgendwo. Hä, warte mal. Ich hab's gefunden, Ukri. Ich hab's gefunden. Let's go, jetzt können wir die Tür hier aufmachen. Komm, schnell. Let's go. Hier ist die Belohnung. Hier ist eure Belohnung. Let's go. Hä, warte mal, da ist doch gar nichts. Hab ich auch schon gesehen. Da ist doch gar nichts. Warte mal, wir müssen hier hin. Warte mal, ist das eine Falle? Simlucky, pass auf. Nee, ist keine Falle, komm rein. Yo, herzlichen Glückwunsch zu der Toilette. Alter. Da unten ist eine Kiste mit Dirt. Ich hab die gerade geöffnet. Ist da TNT? Das ist euer Toilettengeschenk. Was? Toilettengeschenk? Das passt voll zu euch, weil ihr stinkt auch so wie Toiletten. Junge, da ist einfach nur Erde drin. Das ist euer Ernst. Das ist Pupsi. Junge, ist das euer Ernst? Aber alles gerne selber haben. Ey, mach mal das ganze TNT weg. Was soll das hier werden? Was soll das hier werden? Ey, weg damit. Oh Mann, ihr habt's geschafft mit einem Herz. Aber jetzt werden wir euren Parkour schaffen oder euren Untergrundtunnel. Und der wird bestimmt nicht so sicher sein wie unser. So, Leute, jetzt sind wir im Kreativmodus und ihr beide seid jetzt im Survival-Modus. Ganz genau. Ey, was soll das? Das TNT wird jetzt weg, Junge. Du bist Kreativmodus! Geh mal raus, geh mal aus Survival-Modus, ja! Hä, wir sind Survival-Modus, lüg doch nicht! Auf deinen Kopf, Junge! Geht doch so, mal in deinen Kopf! Beide jetzt Survival-Modus. So, zack, ihr habt drei Herzen, so wie wir. Leute, wir haben euren Parcours, euren Untergrundtunnel bestanden mit einem Herz. Und jetzt mal schauen, ob ihr es in unseren Untergrundtunnel schafft, der super sicher ist. Ihr müsst hier irgendwie reinkommen, schaut mal, wo ich bin. Haha, wie kommt ihr da rein? Wollt ihr zu mir? Ich wollte zu mir, okay, weil ich das so schön aussehe. Wie kommen wir da rein, Mann? Hey, komm, können wir es abbauen? Nee, ist unzerstörbar. Hey, Alter, was soll das, Mann? Ukri, die wollen zu mir, weil ich so schön bin. Junge, Simlucky, die wollen da rein, weil die es machen müssen. Hey, vielleicht kann ich es mir ja mit meiner Popokraft aufmachen. Hä? Was redest du, Lili, Alter? Seid ihr vielleicht, komm mal, was steht da oben? Doppelpuppe machen, Schaut mal, was da oben steht.
Was steht denn da oben? Zeig mal. Hä? 5x10? Was soll das heißen? Alter, unsere Schwestern sind so lost. So ein Dussel. Das ist ein Plus. Das ist nur ein bisschen schief, das X. Ja, das ist ein falsch herum. Warte mal, das ist schief. Das ist schief. Das müssen wir bis nach links drehen. Da haben wir dann 5 plus 10 ist 14. Lass uns bei 14 eingeben. Ja, mal schauen, easy, ob das richtig 14. ist. Wenn das falsch ist, dann seid ihr lost, Boys. Mal schauen, ob 14 richtig ist. So, jetzt ist es richtig. 5 plus 10. Ihr habt das Plus einfach falsch geschrieben. Junge, sind die echt zimmerlich kommt die Besprechung. Alter, hast du es gesehen? Die haben nicht gecheckt, das war doch ein Malzeichen. Das weiß doch jedes Baby. Als ob die das Malzeichen noch gar nicht kennen. Junge, die denken, das ist umgedreht. Das soll ein Plus sein. Hä? Dann kommt die auf 14. Wie? Also 14 klappt nicht. Vielleicht. Ah, warte mal, es ist 15. Mal schauen, ob 15 klappt. Hä? Nee, 15 klappt auch nicht. Hä? Was ist denn das richtige Ergebnis? Sagt es uns. Junge, wisst ihr, habt ihr noch nie mal gerechnet? Da war. Ich sag. Alter, ihr seid so lost. Es ist 5 mal 10. Hä? Was ist mal? Multiplizieren in Mathe, als ob ihr das nicht kennt. Das ist doch, das weiß doch jedes Baby. Multiplizieren? Warte mal, was ist 5 mal 10? 1 mal 10 ist 10. 2 mal 10 ist 20. 3 mal ist 21. Okay, wie lange dauert das? 23. Junge, mach mal ein bisschen schneller. Ich weite es, 50. Junge, hat das lange gedauert. Falsch. Das weiß doch jeder. So, zack, jo, einer. 15, so, easy. 50 ist richtig, natürlich. Und jetzt seid ihr in unserem Goat-Zimmer. Let's go. Hier könnt ihr einmal Fernseher schauen. Einmal das. Schaut mal, was ein cooler Fernseher. Schaut alle Fernsehen. Schaut nirgendwo hin. Nur Fernsehen schauen, ja? Wo ist eure unsichtbare oder wo ist eure Basis? Oder Untergrundtunnel? Wir finden den gar nicht. Haha, ihr findet den niemals. Die Ziegen verwirren euch, nicht wahr? Haha, ey, Smucky, wir haben so. Die verwirren uns gar nicht. Smucky, schau mal, unser Untergrundtunnel ist so krass. Was? Wie hat sie es gefunden? Wie habt ihr es herausgefunden? Easy, Junge, da drunter war irgendwie ein bisschen Holz und das sah komisch aus. Ich hab da einfach drauf gedrückt. Drunter hat es sehr gestunken. Ihr dachtet doch nicht, dass wir so lost sind und das nicht finden werden. Alter, hä? Wie habt ihr es so schnell gefunden? Naja, geht durch, kommt, geht durch. Rein da, Alter, rein da, so, zack. Junge, sind die haben gecheatet. Nein, bestimmt. Mit euch. Die bestimmt oh, ja, haben bestimmt gespickt und haben das gecheatet. Keine andere Wahl, Junge. Das war einfach null geheim. Aber wisst ihr was? So, das habt ihr doch geheim. Warte mal. Nicht schummeln, nicht schummeln. Spaß. Sandy hat ihren ersten Herz verloren. Und Lili auch. Ey, was sollte das? Ey, das war jetzt mal sowas von fies von euch. Ganz ehrlich, das ist unmöglich. Was für unmöglich, das habe ich easy geschafft. Schaut mal, wie ein Profi das macht. Ich zeig dir nochmal, wie man das macht. Wie ein Profi. Bam, Alter. Hey, beide haben es geschafft. First Try. Als ob ihr es nicht schafft. Lili hat es geschafft, was? Und Sandy hat es wieder nicht geschafft. Nee, ich hab's geschafft, aber Sammy, warum hast du es nicht geschafft? Junge, du bist so schlecht, ganz ehrlich, Mädchen. Junge, die bekriegen sich jetzt einfach selber, Smucky. Leute, Sandy hat nur noch ein Herz, das heißt, wir werden sowas von gewinnen. Die haben, und das wird noch so lange gehen, Leute, und die haben nur noch ein Herz, also Sandy und Lili hat noch zwei Herzen, die werden das niemals schaffen. So, wir machen weiter. Was ist das jetzt hier vorne? Team Schwestern oder Team Bruder? Ist doch klar, wie Kloßbrüder, natürlich Team Schwestern, Alter, was denkt ihr denn wohl? Hehe, lass uns da rein, Sandy, let's go. Junge, also ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist, aber geht da mal gerne rein. Ihr müsst den Knopf hier vorne drücken. Die sehen den Knopf ja nicht mal, Alter, die sind so lost. So, jetzt geht da mal rein. So, und jetzt versuch mal. Ja, versuch mal den Parkour zu machen. Hä, warum ist hier ein Parkour? Warte mal, ist da vorne die Belohnung? So, das schaffen wir easy, Alter. Guck mal, wie schnell wir sind. Und boom, Junge. Boom, Alter. Hey, da ist die Belohnung. Schau, lass uns hier öffnen. Let's go. Hey, was ist das? Aua. Sandy hat die hat verloren. Sandy hat verloren. Sandy, du hast dein letztes Herz verloren. Das heißt, du bist damit raus. Sie wird jetzt gebannt, Leute, von Simukri City. Es tut mir leid, Sandy, aber wir müssen dich jetzt bannen. Sandy, letzte Worte noch. Willst du die Kiste nochmal öffnen? Komm her, letzte Worte noch. Wie fühlt es sich an, dass Team Bruder gewonnen hat? Wie fühlt es sich an? Sag mal. Nein, die Schwestern haben gewonnen. Sicher, nämlich du wirst jetzt einfach gebannt. Ciao, ciao. Sally wurde als erste Kandidatin von Simukri City gebannt. Das war's. Und wenn wir jetzt, wenn du es jetzt noch schaffst, dann werden wir gebannt. Das heißt, du musst es auch nicht schaffen. Du hast nur noch ein Herz. Vergess das nicht. Was? Ihr habt meine beste Freundin, Sally. Das wird ihr sowas von zurückbekommen. Oh, dann muss ich mich jetzt wohl für Team Bruder entscheiden. Loser Dance auf dich, und Junge. Geh mal jetzt bei Team Brüder rein. Oh Mann, Team Bruder kann gar nicht richtig sein. Das ist fake. Aber egal. Hä, was ist das? Das ist voll cool.
Ja, du musst auf den Knopf drücken, ne, Lili? Du musst auf den Knopf drücken. So, zack, let's go. Ey, Leute, Lili ist die einzige von den Schwestern, die noch überlebt hat. Mal schauen, ob sie es schaffen wird, Leute. Ich glaube, sie wird es niemals schaffen. So, Lili, du bist meine Schwester. Ist ja klar, dass du überlebst. Du bist ja besser als die Schwester von Simlaki. So klar wie Kloßbrühe. Und du musst dich jetzt entscheiden. Das ist ein Dropper. Mal schauen, ob du dich richtig entscheidest. So, mal schauen, ob du dich jetzt richtig entscheidest, solange jetzt Simlaki mit seiner Schwester da am Start ist, weil die weint bestimmt jetzt. Einfach Simlakis Schwester weint jetzt, weil die gebannt wurde. Ey, wir werden die auch entbannen am Schluss, aber ey, wir müssen erstmal den Streich spielen, weil wenn Lili es auch nicht schafft, dann werden wir sagen, dass die Bunny wird bestimmt so ausrasten. Okay, erstmal, Lili, jetzt musst du dich entscheiden, ne? Ja, ich bin schon sowas von aufgewärmt, so zack, 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 aufwärmen, springen! Lili, dein Ernst? Das war falsch. Aber weißt du was? Ich gebe dir eine weitere Chance. Ich gebe dir eine weitere Chance. Weil eine schon gebannt wurde, wirst du jetzt wieder hier hinkommen. So, du kommst hier hin, Simlaki, zack, boom. Und jetzt kannst du dich entscheiden, Lili, okay? Du musst jetzt einen von den vier wieder reinspringen, ja? Schleim war schon mal falsch. Hä, wie war Schleim bitte sehr falsch? Das ist doch richtig. Wie bin ich gestorben? Das macht gar keinen Sinn, hä? Ich verstehe das gar nicht. Ja, genau, wenn du wüsstest, Lili, ne? Alter, ganz ehrlich. Schau mal, ich sag dir jetzt eine Sache, ja? Versuch mal, den richtigen Weg zu finden. Welches könnte noch richtig sein? Ja, Wasser natürlich. Let's go. Okay, deine Schwester ist viel schlechter als meine. Die ist einfach in die Mitte gesprungen, Alter. Was war das? Meine Schwester würde sich safe für Lava entscheiden, denn die mag Feuerelement so. Die ist so einfach wie ich in die Mitte gesprungen. Du hast nichts berührt. Du bist einfach in die Mitte gesprungen, die da ernst? Ich dachte vielleicht die Mitte nicht, aber jetzt muss bestimmt Wasser richtig sein. Wasser ist bestimmt richtig. Let's go. Die ist schon wieder in die Mitte gesprungen. Bro, Lili, kannst du überhaupt springen, Alter? Was machst du denn? Du musst dich schon richtig entscheiden. Wie viel Chancen soll ich dir noch geben? Ja! Wasser, Wasser, Wasser! Das ist nicht gutes Wasser. Das war falsches Wasser. Ja, das war natürlich falsches Wasser. Oh, und sie springt nochmal. Sie springt nochmal. Aber weißt du schon mal, was da unten ist? Ah, ganz viele Kugelfische. Hilfe! 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 Da kommst du nicht mehr raus. Da kommst du. Und das war's. Und weißt du, wie die, guck mal, wie die hießen. Hä? Warte mal, Schwesterfresser? Aua, was soll das denn? Aber ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's überlebt. Let's go! Ey, Lili, du schreist so laut, ne? Alter, ganz ehrlich, was wurde alles hier weggesprengt? Lucky, Lucky, wurde alles weggesprengt? Alter, das war bestimmt Hacker-Entity 303. Alter, nein! Okay, das ist gar nicht gut, Leute, das ist gar nicht gut. Lili, schrei nicht! Lili war so laut, ne? Das war Billy, glaube ich. Junge, das ist hier einfach alles kaputt gegangen. Was? Ist einfach hier alles kaputt. Alter. Junge, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Bestimmt Billy. Ich hab ihn irgendwo gerade gehört. Ehrenlos, ich sag dir ganz ehrlich. Ja, Leute, jetzt ist einfach unser Level kaputt. Ey, was soll das denn werden hier? Ey, Billy auch ist unsere echte Kiste, die ist auch kaputt gegangen, unsere Fake-Truhe. Platzier dich schnell neu, da ist noch Lili. Okay, Lili, nicht gucken. Schau mal hier hinten. Ich zeig dir was ganz Besonderes. Okay, Simlaki, lenk die ab. Ich habe jetzt hier ganz viel TNT genommen, Leute. Hier vorne ist die Truhe, die letzte Truhe, die richtig ist. Jetzt passiert hier überall TNT, Junge. Und wenn die hier runterkommt, dann werde ich explodieren, weil die jetzt eh nicht geschafft, Leute. Und die hat sich verdient. Weil, Freunde, guck mal, eigentlich, wir hätten jetzt keine Falle gebaut und sie hätte es geschafft. Aber, Leute, sind eh alle ihre Herzen verloren. Das heißt, Nelly, du kannst wieder kommen. So, Lili, schnell, Lili, du kommst. Komm, Lili, da vorne. Du musst die richtige Kiste finden. Ich hab Nelly gesagt. Junge. Haha. Was ist das denn? Hä? Ich muss alle richtige Kiste finden. Was geht bei Lili ab? Ich schau mal, vielleicht ist diese Kiste hier die richtige? Nee. Muss ich jetzt einfach alle eins mal öffnen, oder was? Ja, du musst einmal alle öffnen. Und warum hast du gerade einen Kugelfisch gegessen? Nee, was mal, das sind eins. Das wusste ich gar nicht, aber Hilfe, 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 Hilfe. Du bist so lost, Lili. Ey, Lili, übrigens, du hast alle deine Herzen schon verloren, ne? Leute, wie viele Kisten? Du hast alle deine Herzen schon verloren, Junge. Bist so schlecht. Aber weißt du was? Du kannst es doch schaffen, wenn du bis zur Belohnung kommst und dann überlebst, okay? Ja, das schaffe ich bestimmt. Leute, wenn die wüsste, was gleich auf sie erwarten wird, ne? Was sie gleich erwarten wird. Ich kann es kaum abwarten. Das wird so lustig. Und. Alter, das kann ja ewig dauern, bis ich die richtige Kiste finde. Das ist ja sowas von nervig. Vielleicht hier vorne irgendwo. Oh Mann, ich finde die richtige Kiste nicht. Hä, was ist das da unten? Ich sehe da irgendwas. Hä? Warte, musst du die hier vielleicht? Und? Komm schon, zeig. Du hast es geschafft, Lili. Schau mal, was da unten ist. KT-Attacke. Ciao, ciao, Lili. Ich glaube, das hat die nicht überlebt. Und damit würde ich sagen, hat Team Bruder gewonnen. Wir haben die krasseste Untergrundbasis aller Zeiten gebaut. Ganz genau, Leute. Ey, ich würde sagen, Team Bruder hat gewonnen. Lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke. Wie fandet ihr unsere Untergrundbasis von der 1 bis 10? Schreibt mal in die Kommentare. Ey, ich fand die so krass unsere Untergrundbasis. Ganz ehrlich, Leute. Lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, Leute, drückt auf die nächste Folge und Hashtag Team Bruder. Nein!
Nein, Hashtag Team Schwester. Nein, Hashtag Team Bruder, Leute. Und let's go. Ciao, ciao, Leute. Wir haben gewonnen mal wieder. Drückt hier vorne schnell auf die nächste Folge. Stellen, Leute. Das ist die geheime Folge. Schnell draufdrücken.